Jo Leute, jetzt ist soweit. Splatoon 2 Global Test Fire ist hier on the rocks, hier auf der Switch, nur auf der Switch. Und wir spielen das jetzt einfach mal. Wir drücken ZL und ZR. Das ist jetzt, by the way, sogar das erste Spiel, das ich auf der Switch tatsächlich spielen werde. Wobei das auch nur eine Demo ist. Na, denkst du hast es drauf, bald kannst du zeigen. Aber nur zur Sicherheit. Fangen wir mit den Grundlagen an. Ich muss das noch so... Okay. Visiere den schau nach vorne, um die beste Übersicht zu haben. Drücke ZR, um zu schießen. Ja, das wollte ich doch, Mann. Wieso hast du das nicht gemacht? Okay. Wir müssen hier erstmal so ein blödes Tutorial, Nee. So gefällt mir das besser. Nein! So, was? Drücke mit dem rechten... mit dem rechten... Dreht man das noch so ein bisschen? Das benutzt oder nicht? Oder? Ich weiß es nicht. Ich finde, die Anordnung des rechten Analogsticks bei der Switch nicht unbedingt cool. Ich fand das persönlich wie bei der Wii U besser. So, jetzt geht er mal rein. So, zack. Zack. So, normales R zum Bomben werfen. Alles klar. Das ist eigentlich im Prinzip alles so beim Alten, glaube ich, ne? Ich war nie ein sehr guter Splatoon-Zocker. Ah. Geh doch. Mann, was ist das für ein Nahkampf? Oh, fuck. So. Okay, wir haben es Ende. Okay, wähle deine Waffe. Klecksroller, Kleckskonzentrator, Klecksdoppler. Wisst ihr was? Wir nehmen direkt bei diesem Klecksdoppler. Denn das ist eine komplett neue Waffenart, glaube ich, bei Splatoon 2. Mit dieser neuen Waffenart kannst du mit Waffen in beiden Händen gleichzeitig Tinte versprühen. Drücke B während des Feuerns mit ZR, um in die momentane Blickrichtung zu rollen. Alter, man kann das so zweimal hintereinander rollen. Das ist mal so eine Sache. Okay, Kämpfe werden gesucht. So wie es funktioniert jetzt nicht mit dem Global Test 2. Oh, da bin ich, ja. Mhm. Okay, die Lobby sieht ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich fand die alte Lobby sogar hübscher. Okay, Revierkampf. Färbe möglichst viel ein. Korallenviertel. Auch wenn das L ein bisschen abgeschnitten wurde. So. Okay. Ey, ich finde es echt ungewohnt, dass der Analogstick hier unten ist und nicht oben, wie sonst halt. Was habe ich gedrückt? Okay, ich wollte hüpfen. Okay. Man kann nicht mehr hüpfen, kann das sein? Ja. Was ist das jetzt? Alter, was ist das für ein geiles Gerät? So, ich kann... Wow! Alter, was eine Waffe! Okay, ich bin wieder hier, okay. Wieso sieht eigentlich der Splatling so ein bisschen aus wie ich? Habe ich so das Gefühl. Aber das sage ich oft und dann sagt meine Freundin, nein, der sieht überhaupt nicht so aus wie du. Und dann, ja, hat sich das wieder. So, was haben wir denn hier? So, hier ist viel zu viel Pink. Das geht nicht, das ist nicht gut. Das ist eine blöde Farbe. Wir machen alles schön blau und männlich. Mal schön blau nehmen. Die Reichweite von meiner Waffe ist irgendwie nicht sonderlich hoch, würde ich behaupten. Ah, fuck, das war jetzt. Ich komme mit diesem Controller einfach nicht klar, das gibt es nicht. Ah, fuck, da wurde ich weggemacht. Das ist natürlich halt die Sache, wenn man mit dem Jetpack da hochfliegt, mit dem Tinten. Ja, ist okay. Aber mit dem Tinten-Jetpack da rumfliegt, dann ist man natürlich auch eine einfache Zielscheibe. So, hier haben wir gar nichts eingecremt. Hier haben wir gar nicht. Oh, ich hab die falschen Dinge drauf. Wow!
Oh fuck. Da hat er mich gesehen. Ich bin auch kein sonderlich guter Splatoon-Spieler. Ja, und jetzt? Ah, jetzt muss ich so. Okay. Okay, okay. Ich verstehe, aber das war auch so intuitiver, würde ich sagen. Aber gut, das ist halt die Sache, wenn man einen ganzen Bildschirm weniger hat als vorher. Ha, boom, ich habe einen weggebumst. Juhu, das macht Spaß. Oh. Okay, bestimmt haben die Rosa gewonnen, die Pinken. Ich versuche immer ein bisschen, letzte paar Sekunden, ein paar Kleckse wegzubekommen. Wie sieht's denn aus? Nach der oh, es ist doch blauer als gedacht. Wer ist denn diese kleine Mini-Schiedsrichterkatze? Ich meine, Mietsrichter kennen wir ja schon. Ah, wer ist die kleine Katze? Cool. So, gibt's noch eine andere Map? 1684. What the fuck? Ich habe sowas nie zusammenbekommen, so viel. Also, wenn ich so früher gespielt habe. Was ist hier los? Ich glaube, die Bewertung für das Ganze wurde etwas abgeändert. Noch ein Kampf. Aha, aha. Okay. Ich habe nur so ein bisschen da die... Gibt es nur diese Map? Gibt es so Korallenviertel? Oder muss ich das jetzt googeln? Oh, der Gegner ist zu dritt. Das ist ganz cool. Ah, auf B hüpft man. Okay, okay, ich verstehe. Also ich habe hier gerade diesen... Nicht den Pro-Controller in der Hand von der Switch, sondern dieses... ja. Dieses Ding halt. Dieser provisorische Controller halt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das, was man also zusammensteckt. Alter, das ist so geil. Das ist einfach so ein Instant-Kill, wenn man trifft. Ich finde das Ding so ein bisschen ungemütlich, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, ich spiele zum ersten Mal eigentlich ernsthaft mit dem Ding. Weil davon gab es nichts, was mich interessiert hat. So, geh doch mal nach Hause, du Typ, Alter. Ja? Okay, das funktioniert hier nicht. Okay. So, wo kommen wir da rein? Kommen wir noch, ne? Der Soundtrack ist natürlich wieder cool. Wurde ich getroffen? Ja, ne? Ja. Ja, ja, er hüpft auch, ne? Er hüpft auch, hallo. Okay. Dann sollen wir ein bisschen warten. Na gut. Ich greife immer noch nach dem Analogstick oben. Und nicht unten. Was sollte. Bam! Zwei weggebimst. Ah, jetzt wurde ich weggemacht. Gerade wollte ich eigentlich meine super effektive Attacke machen. Mit der Instabombe wurde ich weggemacht. Okay, mit der Instabombe halt. Gut, hüpfe mal zu dem Kollege. So, was haben wir hier? Ja, wo bin ich? Dass ich das voll merkwürdig, dass man nirgends so eine Karte hat, auf die man gucken kann. Geht das hier? Ah, okay, hier geht es hier, okay. Yeah, hier haben wir den Startpunkt der Gegner. Können wir zurückbeschleunigen, aber ein bisschen schade schon das ist, aber gut, das wäre sonst echt mega unfair. Glaube ich. Wenn man da. Oh. Au, hier, wir haben nur noch bekommen. Ein normales Splatoon hätte ich, wäre ich jetzt gestorben. Oh fuck! Wäre ich jetzt gestorben. Weil, ja, da nur die ganzen Crows erkennen wahrscheinlich. So, ein paar Sekunden noch und dann haben wir es. Oh, ich verdrück mich so heftig. Da haben wir dann einen süßen Mietsrichter. Der sagt, dass mein Team gewonnen hat. Bam! Alter, meiner macht doch voll die Saltos.
Ah, jetzt sehe ich anders aus. Okay, 1000. Ich war da auch Beste aus dem ganzen Team. 5 Typen haben mich geschlachtet und 2 haben mich nur weggemacht. Okay, immer noch ein Kampf, denke ich. Und dann. Oder? So plus minus. 1-2 Kämpfchen und dann denke ich, kann man das Ganze auch beenden. Ich hoffe mal, es kommt erstmal eine neue Map. Mal irgendwie so eine Map für Global Test Fire. Finde ich ein bisschen wenig. Global Test Fire Map. Gibt es da irgendwie. Ah, die Stages stehen fest, ja. Okay. Gibt es nur eine Stage oder. Korallenviertel und Muskelbude. Okay, dann warten wir, bis die Muskelbude. Ne? Läuft. Und ich sehe hier gerade die Zeiten. 24. März von 8 bis 9. 25. März von 4 bis 5 früh. Dann von 12 bis 1. Dann nochmal von 8 bis 9. Also abends. Und am 26. März von 5 bis 6 in der Früh. Und dann nochmal zwischen 1 und 2. Ah, das müsste diese Muskelbude sein, oder? Ne, das ist eben schon wieder das Korallenpferd. Oh Mann! Oh, das ist. Okay, irgendwie habe ich jetzt gerade nicht so viel. Ich finde das so cool mit dem Jetpack. So, ich hatte im ersten Splatoon auf einem der Medusa Klecksroller war so hyper krass. Ich weiß nicht, war da OP im Endeffekt oder nicht, aber der war so abartig, genau wie manche Sniper-Waffen, glaube ich. Also die konnte ich irgendwie so gut wie das ausrichten, die zwei Typen. Okay, Sniper in Global Test Fire sind das Schlechteste, was man haben kann, wahrscheinlich. Einfach aus einem Grund. Die Leute können damit nicht umgehen. Also als Gegner ist es natürlich optimal mit dir. So, ist diese Map irgendwie so aufgebaut, dass man nicht zum Gegner rüber kann? Kann das so? Ist das so eine Möglichkeit, die hier? Ja, ne? Es gibt hier so diese Gebiete und das war's eigentlich. Hm, na gut. Das ist nicht so ganz das, was es gewohnt wird von Splatoon, von den Maps her. Meistens kommt man ja überall hin. Meistens nicht immer. Bam, weg mit dir. So, da kommt man schon wieder hinterher. Also, komm, wir fliegen mal los. Bam, babam, boom. Tschak, 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 tschalak. Okay, gut, der ist weg. Das ist gut. Naja, eine Schande, wenn man hier verliert. Wie kommt es, dass ich gerade so gut bin? Ich glaube es ja nicht. Wenn ich so mir ansehe, wie schlecht ich teilweise war im normalen Spiel, also im ersten Spiel. Und ich jetzt auf einmal hier so abgehe, das bringt mich schon leicht zum Zweifeln. Ob hier alles mit recht Ding zugeht. Ich sehe schon, diese Bombe, die ich habe, diese Kriegbombe. Die ist mega cool. Dann schickt sie diese los und dann so zack hinterher. Da kriegen wir den auch nicht mehr. Okay, wir brauchen den nicht mehr kriegen. Upsa. Oh, gnadenlos haben wir gewonnen. Gnadenlos. Oh yeah. Oh Gott, die Gegner waren ja richtig schlecht. Ich hatte nur 2-0 Punkte da. Das verstehe ich nicht. Gut, ich beende jetzt aber das. Ah, ich wollte doch. Oh, warte. Ich wollte doch noch die andere Map zeigen, wenn sie mal kommt. Wenn sie mal käme, so heißt das. Richtig. Komm schon, gib mir die neue Map. Also die zweite, besser gesagt. Das wäre doch was. Oder kommt die zweite Map erst später?
Kämpfe werden gesucht. Ja, das, ja. Was soll das? Wie lange dauert das so? Gibt es nur eine funktionierende Lobby oder was? Also so Party. Ja, was soll ich denn erzählen? Ich lese hier gerade, dass die Map Moränentürme wohl in Splatoon 2 auffahren. Ah gut, wir spielen gleich weiter. Mit Ben Ben, Annika, Doc Jules, Jeff, Netek, Zippo 60 und Suchvorgang. Ich würde es irgendwie lustig finden, wenn beim Global Testfire Freunde verstärkt zusammenspielen könnten, aber das wird ja komplett random gemixt. Und wir könnten mal. Wieso ist die Zahl wieder hochgestuft worden? Was soll das? Und Nico ist unser letzter Teammate. Na ja, schauen wir mal, was dieser Nico kann. Ich frage mich, wie soll man bitte Splatoon an der Konsole direkt spielen? Also im Handheld-Modus dürfte das Spiel quasi unspielbar sein. Sondern nur im Tabletop-Modus Sinn machen, denke ich mal. So, das dürfte jetzt ein Menüsken-Dings sein. Ne, sieht anders aus. Ich dachte schon irgendwie, wow, was denn ist? So lustig, mit dem Jetpack. Wir stürzen ab. Okay, diese Kletterbude hier, die finden wir schon fast besser. Wow! Ah, Nico ist also gegnerisch. So eine Sau ist das also. Naja, ist okay, wir müssen nicht um die hüpfen jetzt. Wir haben hier noch ein bisschen was zu entfernen. Ich hab das mit einem schon. Was war das jetzt? Schutz, Wall. Das fällt mir. Okay, die Wände sind so oder nicht mehr so häufig einzufällt. Nice. So. Jo. Das war. Haben wir hier wieder einen Rollenprofi bekommen oder was? Das finde ich interessant. Ich missachte es übelst, dass diese Waffe eine so geringe Reichweite hat. Man muss damit ja extrem in die Direktoffensive. Das finde ich eigentlich also nie so, fand ich nie so einfach. Aber ich kann es auch nie so spielen. Ich habe mir auch nie das Spiel mit einer Sniper beibringen können. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht sehr adaptiv in dem Spiel. Was war das jetzt? Das war der doch nicht. Das war doch der niemals, hat mich auch richtig mal gezielt, hat zur Seite geguckt. Okay, dieses Match haben wir, glaube ich, verloren. Ja. Oder? Ja, wahrscheinlich werden wir es. Was machst du da, Spasti? Ich finde das so dumm einfach, was die Leute sich in Splatoon 1 angewöhnt haben. Dass, wenn sie da irgendwie erschossen haben, die machen nicht hier so. Hüpfen da so in der Tinte rum, quasi. Zwischen Squid und Kid. Um sich in Anführungszeichen zu freuen, was aber. Bin ich ja. Das ist aber eine mega Ding. Dann fahren wir mal ein bisschen. Map. Und ist die Karte? Wie ist die Karte? Oh, pinker als gedacht. Müssten wir eigentlich gewonnen haben, wieder, ne? Yeah. Das liegt natürlich alles an mir, ne? Also, ist schon klar, hier sitzt der Profi. Und nichts anderes. Gut. So, damit können wir auch schon dann diese Demo fürs Erste beenden. Ich bedanke mich für das Interesse, fürs Zuschauen.
Und ja, wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch was. Mann.